Amanda. Abonnieren. Amanda. Amanda. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zum 15. Part von Amando spielt FIFA Mobile. Heute zum Anfang können wir einen 70 bis 79er Spieler abrufen. Das heißt, einen Silberspieler. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich eh wieder einen 70er Silberspieler. Vielleicht 78. Oha, fast das Beste. Ja. Stabile Leistung. Sag ich so, wie es ist. Wir kommen bei FC Mobile. Können wir direkt was abrufen? Ich warte immer noch, bis wir da irgendwann mal was rausziehen. Passiert aber eh nie. Live Events. Hier gratis. Kommt eh nichts raus. Lass mich raten. Ja. Wenn wir heute noch die 1K knacken, also die 1250 Gems, dann werden wir das hier öffnen. Weil hier gibt es geile Karten. Weil es ja vom 85er Rating bis zum 94er Rating. Das finde ich super, das ist echt prima. Ah, jetzt können wir hier schon mal abrufen. Und einmal hier die Tagesquest. Punkte, Dinger. Und dann können wir jetzt endlich mit der Champions League starten, wo wir im Hinspiel 2-0 gewonnen haben. Jetzt Rückspiel gegen Milan. Hoffentlich bleibt es so gut. Hoffentlich kassieren wir nicht 3 Tore. Aber wenn wir 3 Tore kassieren, können wir ja doch 2 Tore machen. Dann hätten wir ja trotzdem, dann kämen wir ja trotzdem weiter. Deswegen würde ich sagen, ich nehme euch jetzt noch mit, zeige euch die Teams. Und dann heißt es, wir sehen uns wieder, wenn die Tore fallen. Aber ganz viele Vereine haben dieses Jahr als Torwart-Trikot so ein grünes. Sure. Ihr müsst mal drauf achten. Hier, Ter Stegen, Mojang. Es gibt auch noch ganz viele andere. Ich will euch sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Tore fallen. Let's go! Endlich fällt auch mal ein Tor. Und De Jong macht in der 61. das 1-0. Hier sieht man nochmal schön vorbeigesetzt. Und dann kommt hier der innere Schuss schön in den Knick. War wirklich sehr schön. War auch sehr präzise, wie man hier sieht. Sieht man nochmal schöner Effekt. Schönen Effekt. Und dann geht der auch mal in den Knick. Schönes Ding. Let's go! Ferran Torres macht auch das 2-0 in der 71. Minute. Aber wirklich glatt in der 71. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult nochmal zurück. Oben, er macht den Jubel, 71. Minute. Auch genauso schön wie De Jong. Er setzt sich durch und dann kommt dieser präzise Ball in den Knick mit schönem Effekt. Der war auch wirklich ziemlich gleich geschossen. Also gleich Flugbahn, würde ich sagen, sogar. Let's go! De Jong zum 3-0 in der 8. Minute. Hier kommt der Steilpass. Zack, schönes Ding. Und dann kommt De Jong gerade noch so an den Ball und macht das 3-0. Hier nochmal. Zuerst der Pass und dann der Steilpass. Und Moyon rechnet nicht mehr damit, dass De Jong an den Ball kommt. Aber De Jong kommt trotzdem noch an den Ball und macht das Tor. Und das Spiel ist zu Ende. 3-0 gewonnen. Schön. Respekt. Halbfinale. Losergebnis. Gegen Man United. Ich muss schon wieder gegen, wahrscheinlich im Finale gegen Man City ran, ne? Wenn ich überhaupt weiterkomme. Nicht so optimistisch denken, ne? Es ist immerhin noch Man United und ich spiele auf Halbprofi. Ja, okay, Halbprofi, ja. Vielleicht komme ich doch weiter. Aber nur vielleicht. Aber das ist jetzt auch egal. Ist ja Schnee von morgen. Hä? Ah, ist egal. Wir spielen morgen gegen die erst. Och, nee. Die haben ziemlich genau 1200 Fans mehr als wir. Und haben deutlich bessere Chancen. Damit haben die wahrscheinlich mit diesen Chancen ein 88er-Team.
Also er. Oder sie. Aber ich glaube, mehr Jungs spielen FIFA, deswegen sage ich mal er. Oder ich sag der Gegner. Also ergibt auch keinen Sinn, weil die Gegnerin, deswegen. Ist auch egal. Ich sag einfach Gegner. Mann, das ergibt auch keinen Sinn. Gegnerin. Hä? Ach komm, scheiß drauf. Ich sag jetzt einfach der Gegner, weil mehr Jungs FIFA spielen. Denke ich. Komm, gehe ich jetzt mal vom aus. Sorry, Mädchen, nicht haten, falls überhaupt das Mädchen sieht. Weil meine Videos kriegen eh so wenig Aufrufe und die Chance, dass das Mädchen sieht, ist dann sehr gering. Weil mehr Jungs fahren auf Fußball ab, aber sorry, wenn das Mädchen sieht. Ja, vielleicht spielt einer, vielleicht spielt ihr ja FIFA Mobile. Ich, oder EAFC oder anderes FIFA. Nice. Schön. 6-3. 7-3. Scheiße, Alter. Ich bin echt am Arsch. Guck mal das Gegner. Guck mal. 8-3 für den Gegner, ja. Oh my God. Damn, boy. Digga, wie gut ist der bitte? Was soll ich da mit meinem Kack-85er-Team machen? Digga, die treffen nicht mal die besten Chancen. Ich hab nur ein Zehntel, ich hab nur ein Zweitel seiner Chancen reingemacht. Da. Unnötig. Unnötig. Ich hab mehr als die Hälfte seiner Tore reingemacht. Also, ja, mehr als die Hälfte. Weil wenn man erweitert, wäre ich dann bei 12, 11, bei 12, 22 still. Und dann 11 wäre die Mitte von 22. Das heißt, 12 ist mehr. Das heißt, ich habe mehr, quasi ein Tor mehr als die Hälfte von ihm. Einfach, Leute, wenn eure Eltern sagen, bei mir lernt ihr nichts, ihr werdet hier so smart. Ich schwöre. Die, allein diese Rechnung gerade schon. Krass. Krass. Zeigt euren Eltern das das nächste Mal. Und die werden euch glauben, dass YouTube gut ist. Ja, kann man. Oder ihr zeigt euren Eltern einfach ein Erklärvideo von Mathe oder so, weil kann man ja auch auf YouTube gucken. Ja, ich schwör's sogar. Oh mein Gott. Nice. Oh, Unterlader. Trotzdem liege ich 3-2 hinten. Der Typ kann nicht passen eigentlich. Aber anscheinend doch. Zack, 3-3. Kacke. Zack und zack und Kacke. Zack und Kacke. Dun, dun, dun. Kacke. Zack. Oh mein Gott. Ah, nice. Trotzdem liege ich 7-4 hinten. Trotzdem habe ich mehr als die Hälfte seiner Tore. Jetzt habe ich deutlich mehr als die Hälfte seiner Tore. Was heißt hier deutlich mehr? Ich habe 5/7 mehr als seine Tore. Ja, okay, Kacke. Doch nicht so gut. Aber immerhin besser als die Hälfte. Ja. Ja, schwör. 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 Schwör sogar. Ist jetzt aber auch egal. Drei. Loses dürfen wir jetzt nicht machen, aber das sieht nach einem Lose aus, deswegen Kacke. Am Anfang, wo ich das erste Spiel gespielt habe, ich habe da noch 324.000 Fans. Das sind nur 3.019.000 Fans. Ja, geiles Team, 87er Rating. Trotzdem hat er nicht so gute Chancen, da stehe ich aber nicht. Grundlos. Bodenlos, wie mein Team.
85er Rating ist okay. Es kennen Leute, die haben ein schlechteres Team, aber. Ja, warum haben alle anderen so auch so besser sogar gemacht? Oh mein Gott! Alter, ich fress gleich einen Besen, sage ich ehrlich. Oh mein Gott, warum kann die Aktion einfach nicht warum kann einfach nicht die nächste Aktion starten? Dann würde ich jetzt. Hätte ich jetzt schon mehr Tore. Ich schwör sogar. Zack und zack. Oh mein Gott. Ah, nice. 4-3. Da unten läuft safe Harvard. Weil der läuft da immer lang. Der Kollege Schnürschuh. Zack. Und zack. Nice. 5-5. Wir machen besser als gerade eben die Spiele. Nice. 6-6. Zack. Und zack. 6-6. 6-6. 6-6. 6-6. Ja, damit gebe ich mich jetzt zufrieden. Ich will nicht nochmal verlieren. Weil das macht mich sonst traurig. Division Rivals gewinnen eigentlich. Keinen Bock da drauf. Ich werde eh verkacken, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe so hart verkackt, dass die Verkackung selber verkacken kann. Ja. Ergibt Sinn. Weil wenn ihr nachrechnet, dann kommt ihr auf 500.000. Das ergibt Sinn. Ja, vielleicht können wir noch ein paar Spieler verkaufen. Ja. Ja. Dieser McKiwi brauche ich nicht mehr. McKiwi, kann's gehen. Brauchte ich nicht mehr Kiwi. Der Millet brauchte ich auch nicht. Hab dich ja letztens gezogen, brauchte ich aber nicht. Ich habe eine Frage. So, wenn ich POV, ich würde Käse von der Bank tun. Minus. Okay. Ich würde Saha minus nehmen. Ich würde Ronaldinho minus nehmen. Und ich würde Kewel minus nehmen. Dann wäre ich auch noch immer auf dem 85er Rating. Ja. Dann kann ich die Spieler einfach verkaufen. Geil. Und dann schreibe ich so. Weil den kann ich jetzt verkaufen. Nice. Nochmal verkaufen. Nice. Den Saha kann ich jetzt auch verkaufen. Verkaufen. Freischalten. Verkaufen. Den Ronaldinho und den Chiesa kann ich nicht verkaufen. Das heißt, die kommen wieder auf meine Bank. Auf meine Bank. Weil dann habe ich immerhin irgendwelche Bankwärmer. Ist besser als gar nichts. Einmal 86er. Einmal 82er. Und von mir aus kommt auch noch 81er Cup de Villa drauf. Super. Echt mega. Mega nice. Markt. 2 Aufträge. Verkauft. Nice. 770k habe ich jetzt schon gemacht. Ich würde sagen, in der nächsten Folge ist das hoffentlich verkauft. Und ich habe mir vergessen, dieses Kack-Dings-Transfer-Video anzugucken. Ist jetzt aber auch egal. Und da würde ich sagen, wenn ich mich dran erinnere, gucke ich mir es an. Aber wäre auch nett, würde es ja in die Kommentare schreiben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, Armando spielt FIFA Mobile. Dann würde ich sagen, abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und kommentieren. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Armando spielt FIFA Mobile. Schau Leute, haut rein. Doch nicht! Weil ich habe gerade hier gesehen, der ist verkauft. Weil und dann können wir gerade einen neuen Spieler kaufen. Deswegen gucken wir, welchen wir verbessern wollen. Ich würde sagen, wir wollen verbessern Posch. Wir wollen verbessern Posch. Posch, wenn wir dich verbessern wollen, dann müssen wir natürlich immer einen ZOM suchen. Einen ZOM suchen, speichern, suchen. Was kann man sich denn hier für 3,5 Millionen holen?
Genau, wenn. Oh mein Gott, bin ich dumm. Genau. Auf jeden Fall, ne? Wenn wir Posch verbessern müssen, dann müssen wir Linksverteidiger suchen, Alter. Ja, ich bin nicht der Klügste. Aber Mathe gar nicht. Ey, wir müssen auch nicht Linksverteidiger suchen, wir müssen Rechtsverteidiger suchen. Suchen. Okay, ja. I see you. Naja, kein Bock, da gibt's nur Kacke. Aber gerade eben beim ZOM habe ich einen Ødegaard gesehen und der würde uns viel mehr verbessern als so ein Kacki Dings. Deswegen kaufen wir den nicht. Aber Musiala wäre auch nice. Aber brauchen wir nicht. Und so Saboliatza. Oder ich hole Littmann oder Madison. Ja, komm, ich glaube, ich hole Madison. Madison wird eingekauft. Gekauft! Bestätigen. Super! Achso, jetzt müssen wir den ja noch abrufen. Zack! Wird noch immer gekauft. Leute, ich würde. Ah, jetzt. Zack! Spieler abrufen. Nice, der hat 2,85 Millionen gekostet. Zack! Wieder antauschen. Madison. Kommt drauf. Zack. Da sind wir noch immer beim 85er Rating. Aber das wäre es jetzt wirklich. Dann würde ich sagen, abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Almano spielt FIFA Mobile. Schau Leute, haut rein.